Hallo ihr Lieben, heute lernt ihr in diesem Video, wie ihr zwei Strickstücke, die im Perlmuster gestrickt sind, zusammennähen könnt. Hier habe ich mal zwei vorbereitet. Das ist das typische Perlmuster. Es besteht immer aus einem Wechsel aus rechter und linker Maschen, die dann in der nächsten Reihe versetzt gestrickt werden und dadurch dieses schöne Perlmuster ergeben. So, und wie nähe ich das jetzt zusammen? Wenn ihr zum Beispiel einen Pullover damit stricken wollt, müsst ihr ja am Ende die Teile zusammennehmen. Und das funktioniert so, ihr legt es euch erstmal hin, also die Fäden werden natürlich dann noch vernäht. Und ihr sticht jetzt hier auf der Seite. Ich komme mal noch ein bisschen näher ran. Hier unten in die Randmasche ein. Ich habe das jetzt mal mit einem anderen farbigen Garn gemacht, dass ihr das besser erkennen könnt. Wenn ihr das natürlich macht, solltet ihr die Farbe verwenden, mit der ihr auch gestrickt habt. Zieht das durch und dann gehen wir in Form einer 8 jetzt auf der anderen Seite noch durch, also auch hier in diese Randmasche einstechen. Dann wieder zurück am Anfang, wo wir angefangen haben, wieder einstechen. Und dann gibt das hier wie so eine 8. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, hier. Das sieht dann aus wie eine 8. Und dann könnt ihr das Ganze erstmal festmachen. So, und nun beginnen wir immer im Wechsel, hier diese Knötchen am Rand, die entstehen durch die linke Maschen, diese hier, und auf der anderen Seite sind das diese hier. Die benutzen wir jetzt, um das Ganze zusammenzunähen. Und zwar fange ich jetzt hier auf der linken Seite an. Ich bin ja von rechts gekommen und ich fange jetzt links an und gehe hier in mein erstes Knötchen rein und ziehe den Faden durch. Auf der gegenüberliegenden Seite suche ich mir das auch. Ziehe durch. Dann gehe ich wieder auf die Seite rüber und das mache ich jetzt immer im Wechsel. Und wenn ihr dann ein paar Mal durchgestochen habt, immer zwischendurch wieder den Faden festziehen, hier dran ziehen und ihr seht, wie sich die beiden Teile miteinander verbinden. Den sieht man jetzt noch minimal, den Faden, aber wenn ihr den in der gleichen Farbe dann zusammennäht, erkennt ihr das später fast gar nicht mehr. Und so macht er jetzt weiter bis oben hin. So, wir sind jetzt fast oben. Und ich zeige euch jetzt noch das Ende. Ich war jetzt hier auf der linken Seite, das heißt, stelle ich hier wieder rechts ein.
links. Und hier ist die letzte linke Masche und einmal noch auf der Seite. So, jetzt ziehe ich nochmal fest. Und am Ende macht ihr das wie am Anfang auch. Ihr geht jetzt wieder auf der anderen Seite durch die erste Masche durch, durch beide Maschenglieder. Genauso auf der gegenüberliegenden Seite, hier durch, dass sich hier wieder diese 8 bildet. Und dann am Ende nochmal dadurch, wo wir eingestochen haben. Und dann zieht er das Ganze fest. Hier auch nicht zu stramm ziehen, dass sich das ganze Strickstück nicht verzieht. Und ihr seht, also wenn ihr das dann in der gleichen Farbe machen würdet, dass ihr einen sehr schönen Nahtübergang habt. So sieht das Ganze aus. So, das war das Zusammennähen von einem Perlmuster. Ich hoffe, das Video hat euch etwas weitergeholfen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Maschenmarie.